Also Verwandte und Freunde werden begünstigt, das Parlament hat keine Macht mehr darüber, es gibt keine unabhängigen Gerichte mehr, die dem Ganzen Ende machen können, es gibt keine freie Presse mehr, die dem Ganzen Ende machen wird. Alles, was wir hier am Westen in unserem westlichen System beklagen, alles, was uns nicht gefällt, alles, was hier kriminell ist, hat man in Russland und auch in China genauso, wenn nicht schlimmer. Das fraktionale Banking, die Zentralbank, die Leute abzockt und. Dann die ganzen Polizeichefs werden stinkreich wegen Korruption. Der Anführer des Büros zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens, der Anführer wurde einer wenigen, die dann geschnappt wurden. Er hatte ein Anwesen, eine Villa mit 50 Zimmern auf 5 Acres Land. Und es heißt halt, naja, wenn du loyal bist zu dieser Gangstergruppe, dann machst du ein Vermögen, wirst in Ruhe gelassen. Und wenn du irgendwie aufmuckst und die Situation beklagst und doch irgendwie so ein Herz hast für die Bevölkerung, dann kommt die Steuerpolizei, dann kommen die Verhaftungen, dann wirst du geschlagen und deine Verletzungen werden im Knast nicht behandelt. Und dann bist du richtig im Eimer. Okay? Und die Leute tun auch so, als hätte es nur diese 6, 7 Oligarchen gegeben, die großen 7. Es gab so viele Businessleute, die, ob jetzt Russen oder aus dem Ausland, die fertig gemacht wurden, weil sie gesagt haben, wir wollen, ja, klar gibt's ab und zu mal Schmiergeld und solche Sachen und im Graubereich, aber wir wollen eine Wirtschaft, wo jeder dran verdient. Wir wollen, dass die Leute auch mehr haben und dass der Reichtum sich besser verteilt, weil die Leute können dann auch wieder mehr kaufen und es ist einfach für alle was drin. Nein, diese Leute wurden fertig gemacht. Und man redet dann immer nur, diese ganzen Lügner da draußen reden dann über den einen Typen, Khodorkovsky und so. Aber reden nie über diese 110 Putin-Kumpels und Spezies und Neffen und Tanten und Cousins und Jugendfreunde, die dann Milliardäre geworden sind. Und hier dann zum Beispiel diese, das ist dann so eine kleine Gruppe gewesen, die gab es schon vor Putins Wahl, da kannte eigentlich fast niemand in der Welt Wladimir Putin, 1998, 99. Diese Ozero Dacha Kondominium Gruppe, klingt schon mal ziemlich bescheuert. Und das waren kleine Nobodies, die dann später alle schwere, schwere Milliardäre geworden sind und das Land in ihren Klauen halten. Nemtsov sagt hier ganz richtig, wenn dieses Problem nicht gelöst wird, dann wird Russland immer hinterherhinken, den Leuten wird es immer so schlecht gehen und die Bürger werden nie Rechte haben und werden immer benachteiligt sein und in Armut leben. Diese Ozero Dacha Kondominium Gruppe vom Komsomolski-See, Leningrad-Region. Diese Gruppe wurde gestartet im November 1996 von 8 Leuten. Wladimir Putin, Yuri Kowalczuk, Nikolai Schamalow, Viktor Miyachin, Wladimir Smirnov, Wladimir Yakunin, die Brüder Andrei und Sergei Fursenko. Putin wurde 2000 der Präsident der Russischen Föderation, die anderen wurden stinkreich, die bekamen dann Volksvermögen billigst zugeschanzt. Also Yuri Kowalczuk und Nikolai Schamalow, sie halten dann zum Beispiel jetzt 33,5%, also die beiden Brüder, der eine hält 33,5%, der andere 12,7% von AKB Rossiya, eine sehr, sehr große Bank. AKB Rossiya war ursprünglich eine kleine Bank mit einem Kapital von weniger als 1 Milliarde Rubel, das ist nicht sonderlich viel. War nicht mal in den Top 100 der russischen Banken. Dann bekam die Bank aber, die Bank durfte zum Schleuderpreis etwas kaufen. Also große Assets, die vorher noch Gazprom gehörten. Gazprom entstand ja aus Volkseigentum heraus. Und so lief das immer. Das Ganze läuft dann ungefähr so, da wird zum Beispiel Fernsehkanäle, ganze Fernsehnetzwerke werden an die Gazprom-Bank verkauft. Und Gazprom ist eigentlich nur so ein Vehikel eigentlich für diese Gangster. Gazprom bekam nur 166 Millionen Dollar umgerechnet für diese Anteile. Und weniger als 2 Jahre später
zwei Jahre später wird dann der Wert von diesen Assets völlig anders eingeschätzt, als sie dann natürlich die Hände gewechselt haben, die Besitzer gewechselt haben. Und Dmitri Medvedev sagt dann, nee, die sind keine 166 Millionen Dollar wert, sondern 7,5 Milliarden. Okay? So bescheißt man die Bevölkerung, die hungert und wo dann die Kinder irgendwie auf der Straße sich prostituieren in St. Petersburg. Und ich meine, St. Petersburg und Moskau sind noch die besseren Flecken in Russland. Woanders ist, leben die Leute wie in den ärmsten Gegenden der Ukraine. Völlig im Müll. Man stiehlt deren Zukunft und die Leute dröhnen sich dann voll mit irgendwelchen hundsmiserablen Drogen wie Krokodil und faulen dann am lebendigen Leib ab. Also man schätzt hier allein aus Gazprom, was ja eigentlich dann Staatsbesitz ist, was eigentlich der Bevölkerung gehört. Also aus Gazprom alleine hat man geschätzte 60 Milliarden Dollar an Assets gestohlen. Das ist das Doppelte des Defizits in den Rentenkassen in Russland. Das heißt, die Rentner kriegen so umgerechnet 160 Dollar im Monat. Das bekommen sie, deswegen saufen die Leute, bis sie dann viel zu früh verrecken. Oder kriegen Krebs, natürlich eine schlechte Behandlung. Hier noch ein Beispiel, die Shareholder der Rossiya Bank. Mikhail Shelomov, das ist Putins Großneffe. Shelomov ist außerdem der Enkel von Ivan Shelomov, ehemaliger Anführer eines Departments im NKVD der UdSSR, das ist der KGB-Vorläufer, und außerdem der ältere Bruder von Maria Putina, Wladimir Putins Mutter. Dieser Typ hat eine Firma, Aktsept, also Shelomov gehört diese Firma. Außerdem gehören ihm 12,5% der Versicherungsfirma Sogas. Also hier auch Gazprom-Connections. Ein weiterer von Putins Großneffen, Mikhail Putin, ist auch unterwegs bei Sogas. Er ist Vize-Vorsitzender des Vorstands. Mikhail Putin arbeitete bei Gazprom von 2004 bis 2007 und so weiter und so fort. Also das ist immer dann die Familie und die Freunde und die Kumpel. Dann gibt es einen Typen namens Wladimir Smirnov. Man brachte ihn in der Vergangenheit in Verbindung mit dem Mafia-Typen Wladimir Barsukov, der im Moment im Gefängnis sitzt. 1994 war Smirnov auch noch verbunden mit einem deutschen Firmenableger, wo der Bundesnachrichtendienst gesagt hat, das ist alles Mafia. Es ist ja die alternative Leitmeinung geworden, also diese faschistoide Leitmeinung, wovon man nicht abweichen darf. Das heißt, diese Gleichschaltung soll ja möglichst umgesetzt werden. Jeder soll sich mehr erhoffen, ob jetzt Hartz-IV-Empfänger oder untere Mittelschicht oder Mittelschicht oder sogar Betuchter, jeder soll sich mehr Freiheit und mehr Wohlstand und mehr von allem erhoffen und mehr Frieden erhoffen, wenn wir... ja, Russland zu mehr Einfluss verhelfen in Europa, wenn wir also Europa ausliefern an Moskau. Und natürlich, diese Vorstellung ist völlig absurd. Das Ganze ist allerdings einfach vielen Leuten immer noch nicht sonderlich klar, weil ihnen einfach diese Informationen fehlen und weil sie einfach schon völlig einprogrammierte Reflexreaktionen haben. Also wer Putin kritisiert, muss doch das russische Volk nicht mögen oder muss doch irgendwie CIA sein, all dieser Mindfuck, dieser Mind-Control-Blödsinn. Also wir sind stehen geblieben bei den alten Kumpels von Wladimir Putin. Wir haben hier einen Mann, den Putin schon lange kennt. Und zwar in den 1990ern. Da ging Putin vom KGB in die Businesswelt, auch in die Politik in St. Petersburg. Und er war dann zuständig für dieses Oil for Food Program. Also nach dem Fall der Sowjetunion, die Leute haben gehungert, es gab zu wenig Medizin, es gab zu wenig an allem, eine humanitäre Katastrophe. Allerdings konnte man nicht alles einfach so handeln mit dem Westen.
Und so gab es dann dieses, ja, Öl für Nahrungsmittelprogramm. Also man verkaufte dann beispielsweise über St. Petersburg Volksbesitz Öl in den Westen oder sonst irgendwo hin und bekam, sollte dafür Geld zurückbekommen, mit dem dann Essen gekauft wird und so weiter für die armen Menschen. Stattdessen, also es wurde dann einfach mal so eine, und Putin war in St. Petersburg derjenige, der diese Lizenzen irgendwie verteilt hat, dann gab es wurde eine Firma aufgemacht namens Golden Gate. Und die Gründe der Firma waren das Amt für Außenbeziehungen, also Putin, und Mr. Timtschenkos Organisation. Kurz nach der Gründung dieser Firma verkaufte sie 100.000 Tonnen Öl im Wert von 70 Millionen Dollar zu der Zeit. Und das verkaufte man aus dem Land hinaus. Es kam aber kein Geld offiziell wirklich zurück an was dann der Bevölkerung zugute gekommen wäre. Also, man stiehlt mal einfach 70 Millionen Dollar umgerechnet, stiehlt den Kindern ihre Zukunft, stiehlt den Kindern die Butter und das Brot vom Tisch. Und dieser Abschaum ist jetzt unsere Hoffnungsreligion. Ist jetzt der große Erlöser, der christliche Ritter, der Jesus Christus, der fucking Boss Hog. Erlöser. Und Timtschenko war dann 2008 schon stinkreich, 2,5 Milliarden. War sogar in der Milliardärsliste von Forbes Magazine. Und 3 Jahre später, also hatte er nicht mehr 2,5 Milliarden, sondern 10 Milliarden. Also er ist eigentlich finnischer Staatsbürger, zahlt seine Steuern in der Schweiz, kontrolliert ein Drittel von Russlands Ölexporten. Und in diesem Freundeskreis darüber hinaus, da gibt es dann einen Herrn namens Kowalczuk, der schon genannt wurde, Anteilseigner der Rossiya Bank. Das war eine winzige Bank, kontrolliert jetzt die wichtigsten flüssigen Assets von Gazprom, nämlich die Gazprom Bank, Gazprom Media, Gazfonds, Sogaz und mehr. Timtschenko und Kowalczuk bekamen diese ganzen Assets für fast nichts. Also sie haben fast nichts bezahlt. Es gab keine Ausschreibungen, keinen Wettbewerb, wer es haben darf, nichts. Nur diese Kumpelwirtschaft, diese kriminelle Vetternwirtschaft, die wir in irgendwelchen Dritte Weltlöchern sehen. Also das staatliche Gazprom, kontrolliert von Putin, wurde diesen Kumpels einfach so zugeschoben, zugeschanzt. Also Geschenke im Wert von Milliarden von Dollars, die eigentlich der Bevölkerung hätten zugute kommen müssen. Und wehe, jemand spricht sowas an in Russland, der wird dann erschossen, der wird dann einfach so in seinem Aufzug abgeknallt in den Kopf. Und die ganzen Idioten da draußen sagen dann, ja, geschieht schon recht. Der ganze kranke Scheiß. Timtschenko bekommt, also seine Firmen bekommen natürlich weitere Milliardenaufträge, Steuerzahler finanziert, versteht sich, für weitere Gazprom-Gebäude. Und